Okay, hey, yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge vom fünften DLC von Minecraft Dungeon. Was ein langer Name. In der letzten Folge haben wir schon mal angefangen, uns durch diesen Dungeon hier durchzuarbeiten und haben dann gemerkt, der ist ziemlich groß. Und sind dann auf den Schluss gekommen, das in zwei Teile zu splitten. Vielleicht, wenn es so weitergeht wie jetzt, wird es vielleicht auch noch ein dritter Teil. Mal gucken. Boah, nee, geht gleich wieder weg hier. Ach stimmt, wir brauchen jetzt wieder Luft. Wir waren ja beim letzten Mal in einer Höhle, wo wir keine Luft gebraucht haben, weil die irgendwie luftfrei war. Da gab es auch ganz normale Gegner. Zombies, Skelette, Illager und vieles mehr. Falls ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr sie euch gerne anschauen. Sie steht euch zur Verfügung in der Playlist. Entweder in der DLC-Playlist oder in der ganz normalen chronologisch alles Playlist. Das sind alle Videos von Anfang, von meinem allerersten Minecraft-Status-Video bis zum letzten chronologisch alle drin. Wie auch die richtige Abfolge, wie was passiert ist. Falls ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, könnt ihr das gerne. Nee. Okay, wir kapern ein Schiff. Also nein, wir entern ein Schiff. Aber wir sind blind. Wenn wir blind sind, können wir keine Gegner treffen. Das ist auch ein cooles Gimmick. Das bekommen wir, wenn wir einen Tintenfisch kaputt hauen, dann werden wir getroffen. Was? Überlebe den Spießrutenlauf. Warum heißt der Spießrutenlauf? Sind das irgendwie gefährliche... Jetzt gibt's Luft. Stopp. Wir müssen nach rechts. Gut, wir gehen geradeaus. Pam. Irgendwie wirkt das alles suspekt. Noch ein Dungeon. Aber mit Luft diesmal. Okay. Also ohne Luft, wo wir Luft sammeln müssen. Also mit Luft sammeln. Okay, wir gucken mal. Es geht im Kreis. Wer weiß, was da in der Mitte ist. Irgendwie will ich es gar nicht herausfinden. Nachher kommt hier der Witherstorm aus Minecraft Story Mode. An sich ein gutes. Oh Gott. An sich ein gutes Minecraft, aber irgendwie. Keiner hat es so richtig gefeiert. Ich fand das ganz toll. Das ist einfach nur ein ultimativer Riesen-Raid, den kein Mensch überleben kann. Außer mit Spooky. So. Vorsicht! Weg! Und hier sind noch eine Milliarde Gegner. Nee, vergiss es. Ich brauche Luft, ich brauche ganz, ganz dringend Luft. Und Heilung. Machen wir einfach beides zusammen. Oh, hier haben wir sogar Wasseratmung. Okay. Wir warten. Wir rennen los. In der Innenbahn. Hier rum. Springen nach oben. Weichen dem aus. Zack, zack und weg. Zielen. Genau und. Treffen ihn. Springen hier. Zack, treffen. Fertig. Und bekommen eine normale goldene Chest und wieder zurück. Gut, also es ist ein sehr, sehr großer Dungeon. Nicht, dass es nachher so wie dieser Eisfjord, der sich dann irgendwann dazu entwickelt hat, richtig schlecht zu werden. Und einfach nur noch aufgeregt hat, den zu spielen.
Also bei diesem Eisfjord, bei dem gefrorenen, verschollenen Dorf, hatte man dann auch einfach keine Lust mehr weiter zu spielen, weil es war ultra lang. Es ist eine 42-Minuten-Aufnahme gewesen am Stück. Und es war halt einfach echt übertrieben und es war auch schwer. Aber nicht so, dass man gestorben ist, sondern man hat immer so mit einem halben Herz überlebt, musste dann wieder Zeit aufwenden, um zu heilen und sonst irgendwas. Und das hat halt aufgeregt. Das war ein Level, das kann ich keinem empfehlen. Das ist das, da ist das, ist das Secret Level aus dem Creeping Winter DLC. Empfehle ich keinem von euch. Das schlechteste Level, was ich je in Minecraft Dungeons gespielt habe. So, wir kommen ganz gut voran. Das klingt verdächtig nach Leuchtfeuer oder nach Akquisat. Das ist ein Leuchttintenfisch aus dem 1.17 Minecraft Update. Der hat mich trotzdem blind gemacht. Wow. Trotzdem, der kam aus dem 1.17 Update. Und alles, was aus dem 1.17 Update kommt, ist gut. Minecraft 1.17. Ich werde da irgendwas machen. Ich werde irgendwas in dieser Welt machen. Das ist, also, das ist, glaube ich, das bisher größte und coolste Update, was es je gab. Das ist ja dieses Cave and Cliff Update. Wenn ihr davon keine Ahnung habt, das erkundigt euch im Internet. Es gibt Milliarden deutsche Videos dazu. Eben, wir kriegen auch einen neuen Tintenfisch. Was an sich richtig, richtig cool ist. Mit dem man Schilder so machen kann, dass die Schilder halt leuchten und zwar extremst. Also mittlerweile finde ich, also... Es klingt sehr überzeugend. Das ist voll komisch wegen diesem Wasserzeug. Vorsicht, Spooky. Die FPS schwanken zwischen 50 und 70. Warum, weiß ich nicht. Ich bin blind. Ach man. Jetzt nicht mehr. Dafür habe ich jetzt ein Dreizack. Bin ich gleich gekonnt, bei einem starken Gegner einsetzen werde. Irgendwie scheint da nichts mehr zu kommen. Okay, wir gucken, was... Hä? Okay, ich laufe jetzt einfach mal weiter. In der Hoffnung, wir finden noch irgendwie was Sinnvolles. Irgendwie ein paar schöne Gegner oder so. Wäre toll. Es geht geradeaus weiter, wir gehen nach rechts. Ich bin dafür langsam mal das Ziel zu erreichen. Wasseratmung. Warum sind die jetzt auf einmal so stark? Heilt Verbündete. Ja, nö. Ihr macht das schon. Okay, gibt's wieder einen Raid. Spooky, komm! Wir müssen in die Masse rein. So. Und alle, die da jetzt kommen, werden weggesprengt. Ich finde langsam auch, dass das dann ziemlich lang wird. Ich hoffe nicht, dass es so lang wird wie das aus Creeping Winter, weil ich würde jetzt schon langsam mal versuchen, das Ziel zu erreichen. Gut, es gibt hier extrem viele Kisten. Wir haben auch schon ultra viele Items gesammelt. Aber trotzdem, also zu viel ist halt zu viel. Ob es jetzt ein cooles Level ist oder nicht, so. Also ich hoffe, sie machen nicht denselben Fehler noch einmal. Wie komme ich denn da jetzt hoch hier? Ich muss gerne mal heilen. Wieso erleide ich dem Wasser eigentlich Schaden, wenn ich irgendwie von zwei Bogen runterfalle? Ich kann doch einfach wieder hochschwimmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Man muss ja immer noch bedenken, es ist kein 360 Grad 3D-Spiel. Es geht vorwärts und rückwärts und bedingt hoch und runter. Was bricht das? Okay, das sieht schon mal... Das sieht nach was Spannendem aus.
Der Vulkan. Nee, nicht, dass hier jetzt gleich Bam und alles weg. Okay. Wünscht mir Glück. 3, 2, 1. Besiege den was? Den Erd? Besiege den Ertrunkenen. Nee, 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 nee. Welchen? Oder ist das einfach nur so ein Überleben-Raid? Ich habe keine Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Habe ich hier unten keine Luft? Doch, ich habe Luft. Ich habe Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche ganz dringend Luft. Okay. Nee, nee, vergiss es. Ich habe viel zu viel Schaden. Nein, 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 ich habe schon wieder einen Neukromanten gesehen. Ja. Nekromanten. Und wie auch immer die heißen. Jetzt smashen wir mit B weg. Ich bin gerade runtergefallen. Wie random ist das denn? Nee, vergiss es, geh weg. Nein, wir sind gleich tot. Warum sind wir gleich tot? Nein, 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 geh weg. Du auch. Zack. Zack. Okay, okay, alles gut. Besiege die Ertrunkenen 0 von 4. Wenn man jetzt mal die Frage stellen dürfte, welche Ertrunkenen, würde man darauf eine Antwort bekommen? Hier? Besiege die Ertrunkenen. Der letzte Collar. Irgendwas in der Mitte. Okay. Ich gebe zu, ja, das Level ist lang. Voll und ganz, ich gebe zu, ja, es ist ultra lang. Aber nein, es ist nicht wie der Eisfjord, es ist richtig, richtig gut gemacht. Und wir bekommen Umhängetasche des Imbiss. Und zusätzlich unser Schmied hat noch was mit fertig, da gucken wir gleich rein. So, stell ein zufälliges Nahrungsmittel her und lässt es in der Nähe fallen. Sehr schön. Kennen wir schon, kennen wir schon. Ja. Schildkröte. Die Schildkrötenrüstung hat sich von der harten Schutzschale der bescheidenen Schildkröte inspirieren lassen. Kraftbogen, Spitzhacke, Spitzhacke, diese Rüstung. Harpunenarmbrust. Die Harpunenarmbrust verschießt Harpunen, die mit tödlicher Wucht durch Wind und Wasser sausen. Gut, das ist dann eher sowas, was man im Wasser benutzen sollte. Irgendwas mit Korallen? Ja, Korallenklinge. Schnelle Hiebe. Die Korallenklinge schlitzt sich präzise durch ihre Feinde. Tintenfischrüstung, die gefällt mir. Es war leicht, diese pechschwarze Rüstung cool zu machen. Nur die Tintenbeutel waren knifflig. Panzerhandschuhe. Mit Panzerhandschuhen fühlt man sich zurückversetzt in eine Zeit, in der Kämpfe noch mit Hauen und Stechen im direkten Zweikampf ausgetragen wurde. Der Blasenbogen. Lass mit dem Blasenbogen deine Probleme einfach davonschweben. Bei einem Treffer mit einem aufgeladenen Schuss wird dein Ziel in eine Blase eingeschlossen. Das sind coole Gimmicks. Das nicht. Das ist mein Schwert. Ich habe ja immer zwei Schwerter im Austausch. Und wir kriegen unsere Bienen wieder zurück. Und packen gleich mal unser Schwert dort hinein. Wir haben Bienen, 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 wir haben Bienen, wir haben Bienen. Okay. Und somit ist das DLC jetzt abgeschlossen. Es gibt natürlich noch eine Tagesmission, die wir nicht machen werden. Und somit, ja, hier das meine ich. Die verschollene Siedlung, das schlimmste Level von allen. Allgemein schlechtes DLC, für den Anfang ganz gut. Auch das Beste, zusammen mit dem Nether. Die Jagd auf Uralte machen wir auch nochmal irgendwann. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal. Das war's mit dem zweiten Teil von dem Dungeon. Ich hoffe, euch hat das DLC genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, zeigt das doch gerne mit einem Däumchen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.